Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play bei Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Wir machen direkt dort hier weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar, ihr könnt schon sehen, wir befinden uns diesmal auf einem neuen fremden Planeten. Und zwar, das ist genau dieser Planet, wo das große Schiff von Dr. Nefarious abgestürzt wurde, wo wir auch leider Captain Quark verloren haben. Wir sind nämlich hier, um herauszufinden, was Captain Quark eigentlich finden wollte, was er damals nicht gefunden hatte oder besser gesagt nicht geschafft hatte. Und wir wollen natürlich das jetzt herausfinden, was das genau ist, ob das überhaupt nützlich ist, gegen Dr. Nefarious anzuwenden. Das werden wir hier in dieser Folge erfahren. Außerdem, ihr könnt schon sehen, ich trage die nächste bessere Rüstung. Das ist die Aegis-Rüstung. Die sieht echt super aus, ist sogar auch in grün. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt auch weiter. Ja, die Gegner haben wir schon in der letzten Folge platt gemacht, deswegen wundert euch nicht, warum hier keine auftauchen. Aber hier sind schon ein paar Gegner. So, hier Sturmgewehr. Das müssen wir auch noch ein bisschen verbessern. So, aber der finde ich da. Gleich Version 4, hoffentlich. Und ja, Mann! Du hast den Vernichter Version 4. Einfach geil. So. Und tot bist du. Das war knapp. Boah, der schmeißt jetzt noch richtige Bomben. So, wie war's? Nitro-Spucker. Ich frage eigentlich wirklich, warum sind noch hier einige Wachen von Dr. Nefarious, obwohl hier irgendwie nichts ist. Hier ist alles nur kaputt. Alles verwüstet. Was gibt's denn noch hier zu bewachen? Naja, klar. Wahrscheinlich das, was Captain Quark haben wollte. Aber was ist das denn eigentlich? So, stirb doch mal! Und ihr auch! Ihr sollt verschwinden! Ach, Gott sei Dank, ich bin wieder voll. Okay, ich würde sagen, los geht's, ab nach oben. Oh Gott. So, bin ich da. Oh Gott, ist klar, Nitro-Spucker. Als ob der mich trifft. So, Vernichter. Ich meine, das Spaltergewehr. Fuchsgewehr, oder? Ne, Spaltergewehr. Oh Gott, das war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber wenigstens ist hier Nanotech. Oh, Gott sei Dank. Und meine Fresse, was ist das? Giftiger Wasser oder was? So, okay. So, Hypersaal. Hey, eine Rettungskapsel. Muss wohl von dem Kreuzer stammen. Und da, Fußspuren. Es ist tatsächlich noch jemand lebendig entkommen. Wir kommen knapp zu spät. Der Taschenschrittisator ist noch warm. Das Notfallfunkgerät hat kürzlich einen Funkspruch gesendet. Er wurde aufgezeichnet. Supernova-Taxi? Ich bräuchte sofort ein Taxi. Oho, das ist wohl mein Glückstag. Wo soll ich dich abholen, Schätzchen? Ich bin auf dem Planeten Zeldrin. Direkt bei dem riesigen Sternenkreuzerwrack. Ist nicht zu verfehlen. Sternenkreuzerwrack, was? Klingt, als wüsstest du, wie man Spaß hat. Warum gehen wir beide später nicht in die Cyberdisco? Pass auf, Freundchen. Ich meine nicht so hastig. Tut mir leid, Lady. Ich kann nicht anders. So eine Frau in so einem Kleid. Weißt du das? Das habe ich doch nur schnell übergeworfen. Wo geht's denn hin? Das sage ich dir, wenn wir ankommen. Und wenn du es niemandem verrätst, kriegst du 5 Volt extra. Und noch etwas. Hast du vielleicht ein Ladegerät für das Ding hier? Der B20-Schrittisator, was? Das wird ja immer besser. Ich hätte es wissen müssen. Was? Dass Quark eine Schwester hat? Hä? Nein, nein, dass er noch am Leben ist. Das war Quark. Oh. Aber warum kam er nicht zurück zur Phönix?
Weil er will, dass wir ihn für tot halten. Das gefällt mir nicht, Clank. Bis wir wissen, was Quark vorhat, sollten wir das für uns behalten. Wenn das Q-Team erfährt, dass Quark uns sitzen gelassen hat, könnten sie die Hoffnung verlieren. Ich verstehe. Es gefällt mir nicht, aber ich verstehe. Hey, was hat er denn da? Eine Datendiskette. Quark muss sie vom Sternkreuzer geholt haben. Deshalb ist er also zurückgekommen. Los, wir entschlüsseln den Code auf der Phönix. Was? Captain Quark ist doch noch tatsächlich am Leben. Leute, der ist nicht tot, der ist wirklich noch am Leben. Ja, aber es stellt sich natürlich die Frage, wieso ist er nicht zurückgekehrt? Lässt er wirklich uns im Stich oder arbeitet er wirklich mit Dr. Nefarious zusammen? Ich glaube aber eher nicht. Aber es muss schon seinen Grund haben. Na schön. Ja gut, jetzt wissen wir Bescheid. Captain Quark ist am Leben. Aber das gefällt mir irgendwie auch nicht. Und das da auch nicht. So, stirb, du riesenhässiges Monster-Roboter. Oh Gott. So, vernichte da. Nee, geht das nicht? Irgendwie klappt das nicht. Okay, oh, aufpassen. Oh Gott, nicht schon wieder. So, stirb! Oh Gott, ich wusste es. Ich warte jetzt. Okay, aufpassen. Noch mehr von denen. So, verzieht euch. Keiner will euch hier haben. Oh Gott. So, Plasmapeitsche. Okay, so, aber Moment mal, laut Karte. Aha, wir sind jetzt hier und, okay. Ja gut, das Gebiet ist jetzt wirklich sehr, sehr klein gewesen. Okay, das war's dann wohl. Das war wirklich dann diese Mission. Die war jetzt wirklich sehr, sehr kurz. Ja gut. Dann würde ich vorschlagen, auf zurück zu Phönix. Hi, Sarge. Wir haben uns gefragt, ob Sie nicht vielleicht Lust hätten, uns zu besuchen. Wir sind auf Aridia und H22 hat Geburtstag. Wir feiern ein bisschen. Ich weiß nicht. Klingt eher nach Krieg als nach Party. Ich hab's ja gesagt, er fällt nicht drauf ein. Haltet die Stellung, Jungs. Ich komme so schnell ich kann. Oh, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, fliegen wir dann mal auf den Planeten Aridia. Und dieser Planet kennen wir ja schon bereits. Das war nämlich der Planet, wo wir Skid McMarks gerettet haben vor den Sandhain. Und hier habe ich auch den ersten Titanbolt gefunden, hier auf diesem Planeten. Und das heißt auch, ich habe alle Titanbolts hier auf diesem Planeten gefunden. Na schön. Okay, das ist ja der Planet Aridia. Hilft den galaktischen Schutztruppen. Und dort gibt es auch insgesamt 2 Titanbolts. Okay, aber dieser Planet wird jetzt auch nicht so richtig open-world-mäßig sein wie die anderen, denn das wird wieder auch so ein Schlachtfeld sein, wie in Blackwater City. Also Leute, dann würde ich sagen, nichts wie hin. Aridia. Okay, direkt können wir schon mit der ersten Mission beginnen. Teil 1, die Tunnel an X12.
Die Ranuiden greifen die Basis am Vorposten X12 an. Verteidige sie und sichere die Tunnel. Okay, Preis 10.000 Bolts. Okay, Verkäufer, alles voll machen und los geht's. Genau richtig, Sarge. Die Tyrannos wollen durch diese Tunnel angreifen. Alles klar, die sollen nur ruhig kommen. Ich bin bereit. Ich bin noch gerade dabei. So, Nitro-Spucker, komm, mach mehr Schaden. Nein, oh Gott, das war so knapp. Sau knapp, Ratchet. Das war wirklich sau knapp. Oh Gott, da ist sogar noch so ein Schiff. Boah, der Vernichter ist wirklich schon eine geile Waffe. So, da kommt her, ihr kleinen Putzi-Mäuschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, stirb. Ah, hier haben wir wieder dieses Schiff. Und ich glaube, gleich haben wir die erste Mission beendet. Sehr gut. Auftrag ausgeführt. Zum Glück waren die Schutztruppen da, um ihren Hintern zu retten. Was, Sarge? Das glaube ich eher nicht, weil ich habe den Rest für euch gemacht. Na schön, Teil 2, Hinterhalt im Tal. Die Schutztruppen sind umzingelt und in Red Rock Valley festgenagelt. Okay. Spring per Fallschirm hinein und hilf bei der Flucht. Preis 15.000 Bolts. Die Tyrannos sind überall. Wir brauchen Hilfe. Ich will nicht sterben. Keine Sorge, ich helfe euch. Ich rette euch den Arsch. Vor allem, ich mache eigentlich nur die Drecksarbeit und nicht die. Ja gut, die helfen aber nicht so, wie ich das mir eigentlich so richtig vorstelle. Ja, weil die sind auch jetzt nur noch Roboter. Die sind ja schon ein bisschen stärker. Und etwas schlauer. Ich gehe davon mal aus, aber eher nicht. Aber die machen ein bisschen mehr Schaden. So, komm, wie viele denn noch? Ich will es hier wenden. Aber Zeit ist ja noch. So, erst das große Schiff und dann die kleinen. Sehr schön. Gut, Teil 3, das Attentat. Wir wissen jetzt, dass die Tyrannoidenmacht am Vorposten X12 von Außerirdischen wir Augen geführt wird. Finde und erledige alle vier Augen Tyrannoiden, um die feindliche Kommandostruktur lahmzulegen. Preis 20.000 Bolts. Alles klar. Diesen Auftrag führen Sie wohl alleine aus, Sarge. Wir haben nämlich Aerobic und das ist ein Pflichtfach. Ja, sicher. Jetzt muss ich wirklich das hier komplett alleine machen. Wie oberflüssig ist das denn?
Ich sag's euch, wir müssen wirklich die ganze Drecksarbeit für den machen. Also das nenne ich wirklich Teamwork. Wenigstens haben wir jetzt noch wirklich diesen einen Wagen, aber es wird irgendwie der Affe. Das Gute ist, wir können ja schon selber schießen, aber irgendwie der Affe ist viel besser. So, okay. Ja. Oh Gott, oh Gott. So, wo ist denn nein? Ah, da oben bist du. Oh, oh Mann. So, komm, stirb. Okay, Ratchet, was sollte das denn? Okay, ich bin halb voll. Oh schön, ich muss erstmal hier gucken. So, hier geht's jetzt weiter. Die Grünen, was hat das jetzt damit zu bedeuten? Muss ich hier noch was machen? Ich schau mal. Ach so, das ist der Anführer hier. Kabinenjunge, Sir, alle Einheiten, Funkstille bewahren. Das war wohl ein echter Höhepunkt ihrer Karriere, was... Nur weiter so, J31. Mal sehen, wie dir der Putzdienst in den nächsten 6 Wochen gefällt. Ah ja. Wenn das nicht mal interessant war... So, Gott sei Dank, ich bin wieder voll. So, irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das dauert ein bisschen zu lange. Irgendwie dauert das wirklich zu lange, bis wir das hier durchhaben. So, wisst ihr was? Ich lasse jetzt wirklich den Wagen hier. Weil ich habe Angst, wenn der Wagen kaputt ist, muss ich die komplette Mission von neu machen. Das will ich einfach nicht. So, da ist der Anführer. Auftrag ausgeführt.
geführt, alle Schutzgruppen neu sammeln und zur Rückeroberung des Tals bereit machen. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir Teil 4, Rückeroberung des Tals. Die Kommandeure der Tyrannoiden sind erledigt und die feindlichen Truppen in Red Rock Valley laden zu einem Gegenangriff ein. 4 automatische Geschütztürme der Schutztruppen befinden sich im Tal. Aktiviere sie, um das Gebiet zu sichern. Preis 25.000 Volts. Sarge, wir müssen die Türme aktivieren, um einen Abwehrschirm um das Tal zu errichten. Ja. Ja, ist klar. Direkt mal übertreiben. Ja, ich bin noch nicht blöd. Ich weiß, wie das doch funktioniert. So, Nummer 1 haben wir schon mal. Vielleicht sollten wir hier warten und diesen Turm verteidigen. Sie wissen schon, falls die Tyrannos was aushecken, sie schaffen den Rest. Ja, klar. Ja, sicher. Ich muss wieder die ganze Drecksarbeit alleine machen. Vielen herzlichen Dank. So, halt, Ratchet. So, ich wollte den hier erstmal umbringen. So, komm, stirb doch. Und du auch. Ich hätte gerne schon mal Hilfe gebraucht. Vielleicht bräuchte halt noch ein bisschen mehr Hilfe, aber nein, geht ja schon. Ich krieg das schon ganz alleine wunderbar hin. Und ich brauche Nanotech. Und Max Manantek hat sich gesteigert, wenigstens etwas. Ach, ja genau, warum denn nicht? Egal, ich hab's sowieso jetzt gleich geschafft. Die Umgebung ist abgesichert. Ein weiterer Triumph für die Schutztruppen. Vielleicht könnten sie sich nächstes Mal auch etwas nützlich machen, Sarge. So, Teil 5, X-12 Endspiel. Die Tyrannoiden werden jetzt aus dem Tal gedrängt. Die Schutztruppen auf ihren Fersen. Brich durch die Tunnel und erobere die feindliche Basis, indem du alle Bodentruppen und Abwehrgeschütze zerstörst. Preis 30.000 Balls. Okay. So, Endspiel, Leute. Endspiel. Komm, ich will es noch schaffen. Gehen Sie rein und machen Sie sich fertig, während ich Ihren Rücken decke und verpassen im Anflug. So, ihr kommt diesmal schön mit. In Deckung, die Tyrannos kommen über die Brücke. Schiff der Tyrannoiden blockiert den Tunnelausgang.
sein Stützpunkt ist ungedeckt. Bringen wir es zu Ende. So, kommt. Okay, okay. Spaltgewehr. Der ist ja schon mal kaputt. Und du jetzt auch. Jawohl. Geschafft. Endlich. Hey Sarge, hier drüben. Was zum... Ziemlich cool, was? Ein sogenanntes Swap-Feld. Super zum Abhauen. Hier, ich hab noch eins übrig. Oh Gott, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Und jetzt können wir noch zurück der Phoenix hinreißen. Okay, das werden wir noch schnell machen. Aber sonst würde ich dann wirklich die Folge dann beenden. Weil sonst wird das wieder zu lange. Weil die letzte Folge war schon ein bisschen überzogen. Und ich möchte das auch in dieser Folge ein bisschen nicht gerne machen. Okay, bringe die Datendisk zu Big L. Okay, dann nichts wie hin. Hi Al, was gibt's? Mal sehen. Die neurale Matrix des autonomen Scheinbilds hat einen Abdruck der Psyche der Vorlage bewahrt. Und zwar auf der Kernstufe. Ab dem also habe ich nichts mehr kapiert. Er meint, dass man den Vorgang umkehren kann. Mann, was ein Trip. Cool, denk ich mal. Al, wir haben eine Datendiskette von Nefarius Kreuzer. Kannst du sie knacken? Na klar. Ja? Oh, asymmetrische Verschlüsselung der Omega-Klasse. Endlich eine Herausforderung, die meiner würdig ist. Ach, übrigens, haben wir in Quarks Quartier etwas Interessantes gefunden. Hey, wenn das wieder so ein Schrittisator ist, dann... Es ist ein Quark-Videospiel. Genauer gesagt ist es Folge 5 der Dr. Nefarius-Staffel. Dabei weiß jeder, dass nur 4 Folgen veröffentlicht wurden. Nicht einmal meine Freunde bei den Quark-Kadetten kennen diese Folge. Und dabei sind die Typen echte Fans. Weißt du, was ich meine? Oh, ich weiß. Danke, wir checken das. Leute, ich fass nicht. Wir haben noch das letzte Quark-Videospiel bekommen. Und ja, ihr habt es richtig gehört. Dieses Captain Quark-Videospiel Nummer 5 ist wirklich auch das letzte Captain Quark-Videospiel, was man hier spielen kann. Okay, aber Leute, das Ganze machen wir leider erst in der nächsten Folge weiter, so leid es mir auch tut. Ich weiß, es wird irgendwie jetzt gerade spannend mit Captain Quark, aber leider müsst ihr noch eine Folge warten und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge herausfinden, was mit Captain Quark das Ganze auf sich hat. Also Leute, wenn diese Folge euch natürlich gefallen hat, dann lasst doch ruhig einen Like da oder eine nette Bewertung, wie immer. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank 3. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.